Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu Tischdecken TV. Ja, ganz genau, Tischdecken TV. Heute gibt es die schönsten Tischdecken Deutschlands. Nein, ich mache heute wieder ein Review. Und zwar zu einem Lichtformer, den ich mir besorgt habe, beziehungsweise, ja, einem Set von Lichtformern, weil mir das Licht, was ich in meinen Videos, ja, oft habe, ich drehe das mal hier um, wie man es bei euch sieht, von Nightbox, weil mir das Video, die Videoqualität manchmal wirklich, ja, aus dem Hals hängt. Ich will gar nicht mal fokussieren hier drauf. Naja, weil das Licht, ja, weil ich oft entweder vom Tageslicht abhängig bin oder von den Halogenleuchten hier, die direkt drüber sind. Lass mal anmachen. Und die, ja, die Qualität von denen ist, ja, nicht immer schön, weil es sehr direktes Licht ist, sehr hartes Licht. Und damit kann ich schlecht arbeiten in den Videos. Und es ist auch, die Ergebnisse sind manchmal stark unterschiedlich, obwohl ich die Lampen ja gar nicht verändere. Ich, nur anhand der Tischbewegung kann ich hier, der Tischposition verändere ich ein bisschen das Licht. Und ja, das ist irgendwie nicht zufriedenstellend. Deswegen habe ich mir mal bei Amazon mal rumgeguckt, was für Lichtformer es da gibt. Und da habe ich dann die Firma Lightfox entdeckt. Die bieten da so einige Sets davon an. Und ich habe mir hier dieses Set mit dem Namen Heezy 04 besorgt. Das ist ein Set von zwei Lichtformern. Dort sind zwei Durchlichtschirme drin. Und ja, ich würde gerne die Packung hier halt unboxen und danach Review machen, mehr oder weniger. Ich bin ja halt nicht so der Lichtprofi, ich bin ja eher Musiker bzw. ja, Yu-Gi-Oh! Experte. Deswegen mache ich das hier kurz mal für euch auf und danach werde ich die Dinge auch aufbauen. Das werde ich dann aber hier nicht vor der Kamera machen. Dann werde ich dann heute ein bisschen das Setup erklären und warum ich mich für diese Lichtform entschieden habe und ja, was für Unterschiede da gibt, hartes, weiches Licht und der ganze Kram. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier, ja, Unboxing. Ja, das Lustige war ja auch bei der Lieferung, irgendwie meinte Hermes nicht liefern zu wollen. Zwei Versuche haben sich hier gestartet, wir waren den ganzen Tag da, sie sind nicht gekommen. Und am dritten Tag haben sie es dann bei unserem Nachbarn abgegeben. Deswegen ist die Packung auch schon ein bisschen fertiger, aber ich glaube, das müsste noch alles in guter Qualität angekommen sein. Oh, sogar mit Tasche. Ja, die Lichtformer kosten glaube ich 35 Euro mit Versand, also sind relativ preisgünstig und dafür bekommt man auch gleich zwei. Was eigentlich sehr cool ist, weil normalerweise für den Preis bekommt man halt nicht mal einen guten Lichtformer, aber das ist ja halt ein Budget. Und ja, daher gucken wir jetzt mal rein. Das ist eine schöne Stofftasche, die man hier hat zum Transportieren für den Teil. Und ja, gucken wir mal. Machen wir es mal auf und schauen mal, was wir alles bekommen. So, wir haben vier kleinere Kisten und eine große und unsere zwei Durchlichtschirme in weiß. Hier sieht man die, ja, man sieht sie. Ich kann dann mal einen mal rausnehmen oder beide rausnehmen und mal aufklappen und mal gucken, wie das aussieht. Ich glaube, das sieht man gar nicht auf der Kamera, aber die sind ja relativ kleine Schirme. Ungefähr ein normaler Regenschirm so von der Größe her. Sehr interessant. Weiß und ja, sind Durchlichtschirme, sind keine reflektierende Schirme, wie nennt man das? aber man kann sie auch als Reflektschirme benutzen. So, und dann der zweite. Was haben wir hier? Also, sie sind nicht beschädigt angekommen. Sie sind, ja, weiß, so wie es sein soll. Und kein Dreck, nichts kaputt. Also, die Stangen sind alle in Ordnung. Sehr gut. Und dann nehme ich mal an, hier haben wir die ganzen kleinen Bauteilchen, die wir brauchen, beziehungsweise ich glaube hier müssen noch, die Birnen sind ja mitgeliefert in diesem Set, was schon sehr cool ist für den Preis. Bin jetzt schon wieder zu dumm zum Öffnen. Ich denke, ich bin wieder zu blöd zum Öffnen. Ja, ich bin zu blöd. Da haben wir auch schon eine unserer Lichtquellen. Ich glaube, das ist eine 25 Watt Energiesparlampe. Was haben wir hier? 25 Watt, genau, hat glaube ich, was stand da? 150, 125 oder 120 Watt Nennleistung einer normalen Glühbirne, damit man halt so eine ähnliche Leistung bekommt wie so eine heiße Glühbirne. Das Tolle an den Energiesparlampen ist halt, sie haben etwas kälteres Licht, was für meine Reviews eigentlich oder für meine allgemeinen Videos eigentlich ganz in Ordnung ist. Und sie werden halt nicht so heiß. Da müsste hier dann halt die andere drin sein. Mal gucken. Ja. Und ich habe bisher auch noch kein Review zu diesem Set gesehen, deswegen dachte ich mir, hole ich mir mal. Ja, will nicht rauskommen. Und ja, gucken wir dann mal. Also die Birnen sehen gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das qualitativ super ist. Es steht ja nicht mal eine Marke drauf, aber ich denke mal, sie laufen. Was haben wir dann hier?
hier haben wir dann den Buckel dazu, den man auch auf Samt, ja, Samt anbringen Mechanismus, um das Teil auf den Ständer zu platzieren. Und An- und Ausschalter. Und Kabel dazu gleich. Sehr gut. Dann ist das in der anderen Box genau das gleiche, denke ich mal. Ich weiß nicht, soll ich das auch nochmal aufmachen? Ja, warum nicht? Wenn ich schon mal dabei bin, danach kann, weil ich, will ich die sowieso aufbauen und mal gucken. Legen wir mal die Boxen zurück. Dann haben wir hier sieht soweit vernünftig aus. Die Kabel sind hier vernünftig angebracht. Es gibt keine losen Sachen, die hier rumhängen oder so. Und ja, hoffen wir, dass das auch alles vernünftig dann läuft und dass man einen Stromschlag kriegt. Und dann haben wir hier die zwei Ständer noch. Stative, wenn man als Pro das erzählen möchte. Oh, geht der einfach aus der anderen Seite wieder raus. Stativ ohne weiteren Inhalt. Gucken wir mal. Das ist das Stativ. Schauen wir mal. Und wie klappt der auf? Ah, so geht er auf, oder? Oder? Bin ich etwas doof? Muss ich hier auch aufschrauben, damit das aufgeht? Oder muss ich das unten? Ne, das untere muss ich ja nicht abmachen. Ja, erstes Problem, Anwender ist zu blöd. Nein, ist er nicht. er kriegt Sinn, wenn man erstmal drauf klarkommt, auf ja, den Mechanismus. Einfach auseinanderklappen, mit zwei Händen geht das viel einfacher, mit einer Hand ist das ein bisschen blöd. Und dann hat man hier einen Ständer, den man auch hoch und runter schrauben kann, aber das muss ich euch jetzt hier glaube ich nicht zeigen. Dann haben wir noch einen zweiten, genauso, was ein bisschen, ja, ein bisschen billig ist, ist einfach Gummiboden, einfach so, ohne Anti-Rutsch und so Sachen. Ja, wenn die mal abfliegen, steht das Zeug direkt auf dem Metall. So. Aber den nächsten fliegt auch gleich direkt raus aus der Packung. Direkt aus der Folie raus. Und den machen wir dann auch mal auf und diesmal mit zwei Händen, weil es viel einfacher ist. So. Na, müsste noch weiter aufgehen. Ja. So, ups, das war schon zu weit. So. Da haben wir ihn. Den Ständer. Ich könnte mal kurz die Kamera abnehmen. Und mal kurz darauf zeigen, wie das Ding aussieht. Und ja, da sieht man ein bisschen mein Setup hier. Und das ist der Ständer dazu. Ja, ich werde jetzt mich halt mit dem ganzen Set erstmal ein bisschen beschäftigen, das aufbauen, dann hier ein bisschen mit dem Licht rumspielen, um zu gucken, was ist so das perfekte Setup hier für mich, damit das von der Lichtintensität und so alles cool ist. Und dann sehen wir uns dann direkt wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar mit meinem normalen, üblichen, ja, Kamerasetup. Ich habe jetzt hier über mir zwei Halogenleuchten, was sind die, 12,5 Watt, weiß ich gar nicht, und hinter mir halt nochmal drei Strahler aus dem Wohnzimmer, die mit ganz normalen Glühbirnen, glaube ich, gefüttert sind, keine Ahnung, was das sind, 80, 60 Watt, weiß ich nicht. Und ja, das ist mein normales Aufnahmesetting und wie man sieht, ist das ein bisschen, ja, blurry. Die Farben sind auch nicht gerade so der Burner, also es ist warmes Licht, aber es ist trotzdem auch nicht gerade schön. Und was ich halt in diesem Setup immer nicht so gemocht habe, ist, dass dieses Licht, wie man schon sieht hier in diesen zwei Stellen, ja, so Hotspots hat, weil das halt von oben kommt und wenn man dort halt mit Karten rübergeht, vor allem in Höhlen, dann sieht das so aus. Und das sieht überhaupt nicht schön aus und das stört auch mit der Zeit, wenn man halt immer gucken muss, wo man seine Karten hinlegen muss. Und ja, deswegen habe ich mir ja halt jetzt die neuen Leuchten geholt, um mal das ein bisschen hier mal ein bisschen abzumelden, das Licht ein bisschen lebendiger zu machen, nicht so blurry zu machen. Vielleicht liegt es auch an der Kamera, natürlich liegt es an der Kamera. Ist auch nur ein HTC One, ist ja jetzt keine richtige Profikamera, sondern einfach ein Handy, das ein bisschen besser Licht abfangen kann als andere. Und
Ansonsten, ja, warum habe ich mich für die Durchlichtschirme entschieden und nicht für Softboxen oder andere Produkte? Erster Punkt, das war am billigsten. Ich wollte unbedingt zwei Leuchten haben. Ich wollte jetzt mich nicht von einem abhängig machen, sodass ich dann halt überall große Schatten hätte. Und ich möchte auch diese Lichter hier oben und hier hinter mir auch zukünftig nicht benutzen, weil halt die auch eine komplett andere Lichtfarbe haben, weil die viel Wärme und ja, wärmeren Ton haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche unbedingt zwei. Und wenn ich jetzt mir halt zwei Softboxen geholt hätte, auch zum Beispiel von Lightfox, die kosten glaube ich 19,99. Bei zwei Stück wären das halt 38 Euro, glaube ich. Das sind ja knapp 40 Euro. Und dort wären aber nicht mehr Lampen dabei. Das heißt, ich hätte mir nochmal Lampen holen müssen, so zwischen 10 und 15 Euro jeweils das Stück. Und die Versandkosten wären auch nochmal hoch. Das heißt, es wäre deutlich teurer geworden. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, nimmst du dir einfach mal diese zwei Durchlichtschirme und probierst da mal ein bisschen aus. Das Coole an den Schirmen ist ja auch, man kann die halt ja auch als Reflexschirm benutzen. Man kann sie halt einfach umdrehen und dann ja halt die Innenseite beleuchten lassen und das, was halt in der Innenseite beleuchtet wird, zurückstrahlen lassen, sodass man halt auch damit ein sehr, ja, weiches Licht bekommt. Und ja, deswegen habe ich sie mir ausgewählt und auch ganz lustig, dass es bisher noch kein Review dazu gibt. Deswegen mache ich das ja jetzt hier. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen und ansonsten, wie machen wir das hier? Kommen wir zu den weichen Schatten und dunklen Schatten, worüber ich die ganze Zeit geredet habe. Ich habe hier einen Block mit weißem Papier. Ich kann ja mal kurz eins abreißen, weil schon ziemlich alt ist. Und ich nehme hier diesen Zauberwürfel, Rubik's Cube, wie auch immer das Ding heißt. Schieb den mal hier ein bisschen zur Seite, weil hier sieht man ein bisschen, dass das Stativ sich hier ein bisschen widerspiegelt in der Kamera und man sieht, oder ich weiß nicht, ob man es so gut sieht auf der Kamera, man hat halt hier links und rechts die zwei Schatten von den beiden Halogenleuchten, die von oben leuchten und die sind halt extrem hart. Die sind wirklich Schatten, 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 Schatten und der Schatten ist vorüber. Und hinten hat man hier so eine Art, wo man es ein bisschen zurückschiebt, so ein ganz kleines, leichtes, Art schwertiges, schon Schwertform, halt von dieser Ecke hier. Das kommt von dem Licht von dahinter und das ist zwar auch hartes Licht, aber das ist so weit zurück, dass es halt relativ weich noch ankommt. Der Schatten ist hier schon sehr schwach zu sehen, bis gar nicht. Und ja, jetzt will ich euch mal den Unterschied zeigen halt zwischen weichen und hartem Licht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, aber ich werde jetzt mal hinten die Lampe ausmachen und dann seht ihr mal den Unterschied, wenn das hintere Licht weg ist und wenn es an ist. Eigentlich sollte dann dieser Schatten jetzt gleich komplett verschwinden. Und ich schalte jetzt um. So, das Licht ist jetzt hinten komplett aus und wie man sieht, ist hier der Schatten komplett weg. Er ist überhaupt nicht mehr da. Nehmen wir jetzt nur noch diesen Schatten hier von den beiden oberen Leuchten. Deswegen ist auch der Schatten von der Kamera hier vom Stativ auch komplett weg und wir haben komplett weißes Blatt. Ich habe gerne das Licht ein bisschen benutzt, damit es ein bisschen heller ist, damit die Kamera vielleicht ein bisschen mehr Licht bekommt, damit halt die Qualität ein bisschen besser wird, aber so richtig geholfen hat es auch nie wirklich und deswegen war das ja eher so halt eine Notlösung, damit man halt irgendwie ein bisschen mehr Licht reinbekommt. Ich habe hier noch rechts die Lampe angemacht, aber die hat überhaupt keine Leuchtkraft. Und ja, so sieht man halt erstmal den Schatten, so den allgemeinen Schatten von den Lampen hier oben. So, damit man jetzt weiß, was weiche Schatten sind, kann ich jetzt einfach mal, euch sagen, guckt einfach mal auf diesen Schatten hier und achtet mal drauf. Ich werde jetzt die großen Lampen hier über mir ausmachen und rechts von mir den Durchlichtschirm machen, den ich hier als Reflexschirm aufgebaut habe. Dann seht ihr gleich, wie sich der Schatten komplett verändert und wie sich auch das Licht komplett hier einmal in diesem Raum verändert. Jetzt geht's los. So, wie ihr jetzt hier auf der linken Seite sehen könnt, ist der Schatten hier deutlich weicher geworden. Sprich, er ist nicht mehr diese viereckige, kantige Form, die er vorher hatte, sondern relativ weich geworden. Ich habe eben noch mal kurz das Blatt und den Würfel vom Bild genommen, da er sich halt irgendwie an die kalte Farbe hier des Papiers herangewöhnt hatte, die Kamera, und deswegen halt ist relativ blaustechig das Bild war. Jetzt ist halt nur rechts die Kamera, das Licht an und deswegen haben wir jetzt hier nur auf der linken Seite den Schatten, auf der rechten Seite ist er komplett weg, weil hier oben halt die Lampen aus sind. Und jetzt können wir nochmal genau das gleiche machen mit den linken Schirm. Der ist hier jetzt im Gegensatz zur rechten, die jetzt halt als Reflexschirm aufgebaut ist. Sprich, das Licht leuchtet in den Schirm und das reflektiert das Licht. Ist jetzt der linke hier oben als Durchlichtschirm angebracht und bei dem wird halt das Licht einfach direkt auf den Schirm abgestrahlt und es geht dann durch den Schirm dann hier dann durch und verteilt sich dann im Raum. So, dann schalte ich jetzt einfach mal auf die linke um und dann sehen wir einfach mal, wie gleich der Schatten einfach auf die rechte Seite wandert und halt auch einen relativ weichen Schatten geben wird im Vergleich zu dem vorher gesehenen harten Licht. Bis gleich. So, wie man jetzt sieht, ist der Schatten jetzt auf der rechten Seite auch ganz weich und das Bild ist vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob man es hier sieht, ein bisschen dunkler geworden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es allgemein so für Durchlichtschirme gilt oder ob das jetzt halt nur Zufall ist bei dieser Marke.
Wenn man den Schirm als Durchlichtschirm benutzt, dann wird ja das Licht doch mehr absorbiert, wenn es durchgeht, als wenn es reflektiert wird. Also wenn als Reflexschirm benutzt wird, bekommt man deutlich mehr Licht ab, als wenn es durchgeleitet wird. Es ist halt immer noch sehr hell, aber es ist jetzt nicht so hell, wie wenn es halt durch, ja, das einfach reflektiert wird vom Schirm. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier jetzt den linken als Durchlichtschirm genommen. Er steht einen Tick weiter weg als der rechte und weil er jetzt halt dunkler ist, kann ich mir somit halt ein bisschen, ja, die Kraft des Lichts halt ein bisschen, ja, steuern. Und deswegen nutze ich das links oben hier, das Licht, als Fill-Light, also als Fülllicht, um die Schatten aufzufüllen, die von unserem Hauptlicht, das hier rechts ist, halt erzeugt werden und so, damit die Schatten halt hier größtenteils, ja, gekillt werden, beziehungsweise so weich gemacht werden, dass man das hier schon gar nicht mehr richtig mitbekommt. Und damit wir diesen Effekt erzielen, werde ich jetzt halt die rechte mit anmachen und dann haben wir beide Lampen gleichzeitig an und dann sehen wir mal das Ergebnis, wie es aussieht. Bis gleich. So, jetzt ist auf der rechten Seite auch das Licht an. Jetzt haben wir halt unser Fülllicht, unser Hauptlicht an. Ich habe kein Kopflicht, also Oberlicht, weil ich habe halt hier nur die zwei Schirme und ich möchte ungern das Halogenlicht dazu benutzen, weil das halt eine komplett andere Farbtemperatur hat als die beiden Schirme. Und wie man sieht hier, ist der Schatten wirklich sehr weich geworden. Man sieht schon kaum den Übergang mehr. Und das ist so halt ein bisschen so für mich persönlich die Definition von weichem Licht, wenn der Schatten wirklich so ja, in die Umgebung hineingeht, dass man den Übergang kaum mehr bemerkt. Hier sieht man noch ein bisschen härter. Hier ist er sehr, sehr weich. Und ja, das kommt halt von dem Fülllicht, das halt dieses Licht hier ein bisschen auffüllt. Und dadurch ist halt der Schatten fast kaum zu erkennen. Der geht hier so hier lang und ein bisschen hier lang. Und ja, das ist so ein bisschen halt dieses weiche Schatten, harte Schatten. Und was ich euch noch zeigen kann, ist hier, dass ich die Kamera erstmal ein bisschen umstellen muss auf das Licht. Blub, 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 blub. Auch bei dem Licht ist es nicht ganz so, dass es hier auch keine Killerstellen gibt, weil jetzt sieht man, dass es ein bisschen heller geworden ist. Ich muss noch wahrscheinlich ein bisschen rumstellen. Das ist hier auch relativ weit rechts hier unten, die Karten auch sehr, ja, blendet werden und hier links oben. Also die halt in Sleeves sind, ohne Sleeves geht das einigermaßen noch. Und da muss ich noch ein bisschen mit dem Licht rumspielen, habe ich noch nicht genug Erfahrung. Und ja, zum Thema nochmal Schatten, harte Schatten, weiche Schatten, kann man hier nochmal. Ich stehe mal kurz auf, nimm mal meine Hand hier hin und jetzt sieht man ja den Schatten hier relativ, ja, leicht gezeichnet, weich auf dem Blatt. Und wenn ich jetzt beispielsweise jetzt das obere Licht anmache, die beiden Halogenleuchten, dann wird's, ja, dann wird man schnell den Unterschied merken zwischen harten und weichen Schatten, weil dann kommt dieses direkte Licht ohne Diffusion direkt hier auf die Hand und dann sieht man gleich direkt den Unterschied. Mach mal und zack, da haben wir den harten Schatten, da ist die Hand voller Kontur. Kann sie komplett erkennen und das ist halt der Unterschied zwischen hartem und weichem Licht. Und ja, wenn man es wieder ausmacht, ist unsere Hand schon sehr diffus und kaum zu erkennen hier auf dem Blatt. Ansonsten, ja, kann ich euch kurz noch mal das Lichtsetup hier zeigen. Machen wir es kurz mal raus. Ich hoffe, die Kamera fixiert hier. Wir haben hier oben halt einmal den Schirm als Durchlichtschirm. Da muss die Kamera sich kurz angewöhnen. Dann habe ich hier oben die beiden Halogenleuchten, die jetzt aus sind. Einmal ganz hinten hier, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ja, da oben haben wir die Strahler und hier rechts haben wir dann hier halt nochmal den als Reflexschirm, den einen Schirm aufgebaut. So. Und ja, das Ganze gibt es für, ich glaube, jetzt habe ich eben nachgeguckt, das war 37 irgendwas, gibt es das Ganze halt bei Amazon. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen sollte. Mir gefällt das nicht bisher. Ich muss noch halt noch ein bisschen rumspielen, wie das halt mit ein bisschen mit der Ausleuchtung ist. Und ja, ansonsten würde ich das hier halt, diese Lichter halt bei den nächsten Videos mal ausprobieren. Vor allem jetzt im Winter, weil tagsüber manchmal so wenig Licht ist, dass man nicht mehr tagsüber drin kann, weil das, ja, das Tageslicht nicht ausreicht. Und deswegen werde ich halt mit diesen Lichtern jetzt rumspielen. Bei den nächsten Videos werdet ihr wahrscheinlich die in Action sehen und dann mal gucken. Könnt ihr ja mal sagen, ob euch die Qualität jetzt besser gefällt oder schlechter als vorher. Mal gucken. Ich finde, das sieht bisher eigentlich sehr gut aus. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review dazu gefallen. Ich bin da kein Lichtexperte. Aber ich habe mir halt, wie man vielleicht gesehen hat in meinem Feed, also wenn man YouTube mich ein bisschen beobachtet hat, da habe ich mir ein paar Videos halt angeguckt über Lichter, über weiches Licht, über diese ganzen Softbox und Fotografie und Video und den ganzen Kram. Und ja, ich glaube, ja, hat mir doch schon ein bisschen geholfen. Wenn ich jetzt so ein Review, so ein Gesamtfazit abgeben muss, die Schirme sind wirklich in sehr guter Qualität angekommen. Sind jetzt nach ein paar Mal an- und abbauen, hin und her schieben, hoch und runter, jetzt hier während des Tages halt, ist jetzt nichts passiert. Ist ein bisschen unglücklich, dass das Kabel, ich kann da nochmal hingehen mit der Kamera kurz. Ich hoffe, das ist nicht zu hell.
dass das Kabel hier halt relativ, ja, dort rauskommt, wo eigentlich der Schirm durchkommt. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd. Nicht sehr produktiv. Und ansonsten ist die Verarbeitung eigentlich sehr gut. Jetzt über den ersten Tag ist das halt, sind die Griffe eigentlich ganz gut. Stehen relativ stabil, also wenn man den so ganz hoch aufstellt, dann ist das relativ wackelig. Aber man kann damit eigentlich ganz gut arbeiten. Ja. Also ich würde sagen, für den Preis hat sich das Ding eigentlich ganz gut gelohnt. Mal gucken jetzt, wie lange halt die Lampen halten, wie lange die Schirme halten, ohne kaputt zu gehen, wie das mit dem täglichen Abbau ist. Und ja, ansonsten war es das erstmal von mir. Es ist schon wieder so dunkel geworden wegen dem Papier. Ja, ja, ich brauche mal eine richtige Kamera, aber das ist erstmal eine gute Übergangslösung. Und ansonsten war es das erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.